Hans Meerstong. Seine Kollegen und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Fragen sich die Welt schon wieder anders aus. Ja, Anzeige. Verdammten Kerle. Soll Ernesto auch noch Frachtgut unterschlagen haben? Das ist eine solche Unverschämtheit von diesen Kerlen. Mein Mann Ernesto Morales und ein Dieb. Das muss man sich erst mal vorstellen. Vorstellen kann ich mir alles, aber aus dem Gefängnis raus, wie soll das gehen? 240 Fernseher, ein uralter Auftrag. Die Dinger müssten längst geliefert sein. Ihr seid aber auch eine Klitsche. Wer sollte die Fuhre denn machen? Ach, Felipe. Ich war noch dabei, wie Ernesto ihm den Auftrag gegeben hat und jetzt behauptet er plötzlich, er wisse von nichts. Das ist mexikanisch. Und deswegen hast du ihn gleich entlassen? Er hat mir gekündigt. Er hat seit 2 Monaten keinen Lohn mehr gekriegt. Verdenken kann ich es ihm nicht. Hier putzt er erstmal die Nase. Wir holen jetzt die 240 Fernseher und fertig ist die Laube. An wen sollten die denn geliefert werden? Marquez und Huckenbeck. Ein Elektro-Großhandel in Nuevo Laredo. Nuevo Laredo passt doch großartig. Da muss ich sowieso hin mit meinem Scanner für die Klinik. Dann fahre ich jeden Tag früher. Francis, schaffst du nicht? Das sind mehr als 2000 Kilometer und wir haben nur 3 Tage Zeit. Muss ich eben einen Beifahrer mitnehmen? Felipe war der Letzte. Ach, wo? Kein Mensch ist der Letzte. Es gibt immer noch einen Allerletzten. Und ist Maß! Hans, kaum hat es so aufgelegt, saß ich schon im Flieger. Grauenvoller Flug. Schweres Unwetter über Tehuantepec. Beim Februar fiel der Höhenmesser aus. Guck mal, beinahe so schlimm wie damals, wo wir beide in Chile. Weißt du, was du erstmal als erstes machen musst? Zu Claudia. Da gehe ich ins Hotel, Santa Margarita, Zimmer 22, Zimmer ohne Dusche. Ja, da ziehe ich mich schnell um. Da packe ich die Frachtbriefe in den Koffer, damit ich sie nicht vergesse. Putz mir noch 1 oder 2 Zähne und komm wieder hierher. Alles schon passiert, Franz. Jetzt muss mir nur einer erzählen, warum du als Profi, als Spezialist, so eine profane Fracht wie Fernseher durch die Gegend karst. Weil Morales im Knast sitzen bleiben muss. Es sei denn, in 3 Tagen sind die Dinger in Nuevo Laredo. Kein Wort mehr, Franz. Ein Freund in Not, das genügt. Das ist der Gellers, por favor. Du, Franz, wenn wir durch die Wüste fahren, da sparen wir einen ganzen halben Tag ein. Ja, du sagst es, bleiche Taube. Ja, vielleicht können wir dann einen klitzekleinen Abstecher nach San Pedro machen. Ja. Wieso? Ich habe dir erzählt, dass ich seit meiner Jugend auf Kamerun leidenschaftlich Briefmarken sammle. Nee. Na, leider sind meine 30 Alben bei dem Taifun auf der Kokosinsel abgesoffen. Ja, ich konnte mich im letzten Moment retten. Ja, und? Franz, da sitzt ein Bäuerchen namens Ortega in der unendlichen Weite Mexikos. Ja, da keine Ahnung, worauf er sitzt. Ja, weißt du, worauf der sitzt, unser guter Ortega? Nein. Auf einer grünen 5-Peso-Marke. Mit kopfstehendem Wasserzeichen. Jahrgang 1887. Was das heißt, das weißt du ja. Nein. $10.000 mindestens. Ja, vielleicht kannst du auch 12 kriegen, wenn du Glück hast. Wenn du einen guten Körper hast. Gestatten Sie, mein Name ist... Fernbach, die miese Ratte. Der einzige Mensch, der einen Geldschein fallen hören kann. So hat eben jeder seine Talente. Gestatten Sie nochmals, Edgar Bernbach, Privatier. Trickbetrüger, Halsabschneider. Und Fidi, Franz, der hat meinem Schwager Schürfrechte verkauft. Mitten im Übungsgebiet der argentinischen Armee. Alle Papiere waren falsch. Haben Sie eigentlich eine Ahnung, mein Lieber, was ich dabei verloren habe?
Millionen. Ein politischer Skandal höchsten Ausmaßes. Der Franz will gar nicht hin. Der lügt, wenn es Maul aufmacht. Der lügt so, dass ein Taxichauffeur die falsche Adresse angibt. Der Geschichtenerzähler. Ein Wort aus berufenem Munde. Von Ihnen als Betrügner bezeichnet zu werden, bedeutet doch für einen Ehrenmann wie mich das reinste Kompliment. Verzeihen Sie trotzdem die Störung. Und auf Kinder. Hoffentlich hatte das mit der Briefmarke nicht gehört. Wieso? War das denn wahr? Franz. Habe ich dir jemals Mist erzählt? Nee, noch nie. Jetzt vergreuß mich aber. Apropos Kohle, ich hab Kohle. Weh. Kommst du mit rüber zu Claudia was essen? Ich hab schon gegessen. Geh mal alleine rüber. Bis morgen. Netter Kerl, ihr Freund. Ja. Ich mag ihn. Aber schlechter Geschäftsmann. So unflexibel, was meinen Sie? Ah, ich meine gar nichts. Ich habe mir das Meinen abgewöhnt. Sie sind Vornehmer? Danke. Nee, Tracker. Der Unternehmer unternimmt, damit am Ende die Kasse stimmt. Stimmt's? Na, wie gehen so die Geschäfte? Sie gehen so. Pedro, das ist besser, das ist Gela. Angefangen. In Mexiko habe ich übrigens als Archäologe. Ja, ich war der jüngste Altertumsforscher, den Sie haben graben lassen. Auch wieder eine Sache des Vertrauens. Mag eben ein ehrliches Gesicht oder mit keins. Boah, kann man nicht kaufen. Ja, mit der Kaberei. Das habe ich natürlich dann sein lassen müssen. Weil von Kultur allein, das wissen wir beide selbst am besten. Da können wir auch nicht leben. Ne? Ja, und jetzt sehen, das ist Ihr Beruf, was Sie mir da alles erzählt haben. Wunderbar. Schön. Toll. Toll. Einfach toll. Na ja, so toll. Na, sagen Sie das nicht. Ja, und was transportieren Sie denn jetzt als nächstes? Kultur. Gegenwartskultur. Na was? Wie das denn? Fernseher. 240 Fernseher, also 240 Mal geballte Kultur. Batteriebetrieben. Witzig. Sehr geistreich. An Ihnen ist ein Aphoristiker verloren gegangen. Ach, wissen Sie, ich würde lieber Phlegmatiker bleiben. Ach, Sie haben es ja recht. Beneidenswert, völlig richtig. Phlegmatiker. Wie oft wäre ich auch gerne Phlegmatiker, kann ich Ihnen sagen. Aber 2000 Hektar Land, die wollen die Wirtschaft jetzt sein. Jetzt zum Beispiel Zäune, wieder in der Nordweide, alle Pfosten verfault. Am liebsten hätte ich den ganzen Krempel auf den Hingeschmissen, geschmissen, um wie Sie, als Ritter der Landstraße, sagt man doch in Deutschland, so über die Straßen zu ziehen. Aber was soll ich machen? Meine Frau hängt an dem Besitz wie eine Klette. Was soll ich ihr verdenken? Alter Adel, spanischer Adel, 200 Jahre alt. Ja, wir plaudern und plaudern und hören gar nicht auf unsere innere Stimme. Sie müssen noch Hunger haben. Boah, geht ihr nicht so hier, Pfarrer Gomer. Da wissen Sie was, am besten schaue ich doch gleich mal selber in die Küche, sonst behalte ich wieder die besten Stücke für sich, ja? Na, viel Kohle haben wir nicht, Herr Rodriguez. Und hier, na bitte, der Fachbrief. Tatsächlich, 240 nach neue Fernseher. Und ein Schweizer Pass. Aquí está tu dinero. Lleva todo al hotel. All right. Ah, pues sí. Vuela, vuela, paloma. Jetzt los. Sí, sonst hat er hier schon 1.500 pesos. Ich bin eingeladen worden von dem Typ hier. Wie heißt er? Fernbach. Ich zahle überhaupt nichts. Ihr seid doch bescheuert. Hey, 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 Warum? Was denn los? Weil er diese Trottel da den Fernseher einem anderen ausgehändigt. Wo ist das Kenner? Mit wem steht er?
Gott sei Dank. Also die Fernseher sind weg. Wieso? Ich denke, du hast die Fragpapiere. Na, eben nicht. Die sind weg. Wieso sind die weg? Wer hat die? Ja, also die hatten andere heute Morgen hier vor mir. Wer? Wie heißt der Mann? Como era el hombre ese? El Marro, el Combrero. Einen Hut hat er aufgehabt. Einen weißen Anzug mit Streifen. Kleiner Mann. Bernbach. Diese Sau, du. Also diesmal bring ich den um. Brauchst du nicht. Da kommt die Polizei. Hey, Senor. Hey. Das verspreche ich dir. Dann bringen wir ins Gefängnis. Sag, über den Bernbach hört man ja nur die wildesten Geschichten. Wer ist denn das überhaupt? Wenn ich dir das auch erzählen soll, da stehen wir übermorgen Abend noch da. Ja, ja, Sie. Ja, Sie. Hier, hier drüben. Ja, hier ist die Polizei. Señores, ¿Qué es eso? 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 Rodriguez, das unschuldige Opfer der Justiz. Lass die Frau in Ruhe. Lass die Frau in Ruhe. Franz, komm runter. Lass die Frau in San Pedro wieder. Schnapp dir das Schwein. Hol San Pedro. Komm runter. Briefwache. Briefwache. Ritter der Landstraße, das ist die Lache. Köpfchen muss man haben, Köpfchen. Nicht nur Muskeln, du altes Walross. Ich sag's ja immer, Bernbach, du bist der Größte. Was sich alles für Leute auf dieser Welt rumtreiben. Man sollte es nicht glauben, wenn man es nicht wirklich erleben würde. Wegen 2000 Rinder. 2000 Rinder spanischer Adel. In 2000 Scheiben werde ich die schneiden. Ich komme! Ja, das, wenn Mama noch erlebt hätte, dass ihr Lieblingssohn, in den Elektrokurshandel eingestiegen ist. 240 Fernseher, Stück $500, das macht zusammen, so schnell kann ich gar nicht rechnen, wie viel das ist, das macht zusammen $100,000. So, Bernbach, ich hab dich. Mit glühendem Auspuff, aber ich hab dich. Erreicht den Hof mit Mühe und Not, das Kind ist lebt, das Pferd ist tot. Guck dir das an, du! Warte! Bleib stehen, Junge! Bleib stehen! Was? Was? Mach keinen Quatsch! Mach keinen Quatsch! Schau dich doch mal um! Wir beide sitzen doch jetzt im selben Boot! Aua! Bitte schlag mich ruhig tot! Schlag mich ruhig tot! Franz, wir müssen doch jetzt zusammen helfen! Ich verstehe!
verstehe, dass ich dich beleidigt habe. Hey, was den Scheiß da? Beleidigt. Mach auf! Ja. Na, wie sieht's aus? Schlecht sieht's aus, Bernbach. Ach, das kriegen wir schon wieder hin, Franz. Mach dir nur keine Sorgen. Nee, die Ölwanne ist kaputt. Franz, das hat doch keinen Sinn. Meine Hände, meine Fingerkuppen sind schon ganz wund. Meine sehen auch nicht besser aus. Das kommt vom Salz. Ja, stimmt. Ganz salzig. Franz? Was hast du da auf deinem Brot? Hoffentlich kein Käse, hä? Schinken? Halt den Mund, mach weiter. Ja, ich mach schon. Ganz schön mollig, hä? Sag mal, Bernbach, hast du eigentlich eine kleine Wasserreserve dabei? Hat ich? Wasser? Nee, Tropfen. Sag mal, Franz, kann ich nicht mal auch an meinen Haken? Nein! Bleib stehen! Lass liegen! Nimm die Pfoten weg! Nimm die Pfoten weg! Lass das liegen und rühr dich nicht vom Fleck, du! Also, Franz, so geht's nicht, hä? So kommen wir auch nicht weiter. Ich meine, das Wichtigste sind doch jetzt die Fernseher. Alles, was jetzt zählt, ist doch die Fracht. Ne? Wir stehen hier rum und streiten, während der arme Morales kläglich in seinem Knast verrottet. Ne? Wie lange willst du eigentlich noch warten? Bis einer kommt. Franz, hier kommt niemand. Wo eine Straße ist, da kommt doch mal einer vorbei. Die Mexikaner, die nehmen doch nicht die Piste hier. Die nehmen die Landstraße. Wenn sie mal schlau sind. Sag mal, ist nicht ein bisschen Salz auf dein Brot, hä? Mensch, hau an! Mach er schon. Maulwurf. Dämlicher. Franz, ist dir nicht kalt? Nee, Standheizung. Sag mal, Franz, kann ich mich im Moment zu dir reinsetzen? Das kannst du ja mal versuchen, du. Du, Franz, du, ich hab da Nieren, du. Ehrlich. Kommt von der Kälte und die kommt vom Salz. Das kann nämlich die Sonnenhitze nicht speichern, weißt du? Aha. Vielen Dank, Herr Professor. Bernbach, weißt du, was mir an dir am wenigsten gefällt? Dass du immer das letzte Wort haben musst. Ah, das stimmt doch gar nicht. Wie zum Beispiel jetzt wieder. Sturer Bock, Deutscher. Das sind 4 Kerben. 4 Stunden spielst du da schon rum. Rennmechaniker. Ja, mein Lieber. In der Improvisation zeigt sich eben der Meister. Das ist Schrott, Schrott ist das. Du kriegst das Metall nicht mal zum Laufen. Da kannst du gleich dein Feuerzeug nehmen. Weißt du, Franz, was mir an dir am wenigsten gefällt? Nee. Du bist der geborene Pessimist. Ich bin Realist. Ja. Franz, du bist einfach nicht der Mann, mit dem man durch die Wüste fahren kann. Auf der Autobahn. Als Ritter der Landstraße, okay. Aber wenn es mal hart auf hart kommt, dann geht bei dir die Luft raus. Mach hin, sonst geht bei deiner Lötlampe das Gas raus. Tausch! Es läuft! Es läuft! Wie lange soll denn das halten? Von 12 bis Mittag. So.
Das muss jetzt ganz still liegen bleiben und langsam auskühlen. Sonst reißt's. Hey, Bernhard, wo gehst du schon wieder hin? Gehst du schon wieder pinkeln? Hä? Ich hab noch nicht mal genug Wasser, um zu schwitzen. Tja, so sind die Menschen eben verschieden. Was der eine zu viel hat, hat der andere zu wenig. Ja, immerhin. Bernbach. Du! Franz! Franz! Ich muss trinken! Ich bin zuckerkrank, weißt du? Da kannst du jederzeit meinen Arzt fragen. So. Gut, mach ich. Hier hast du dein Wasser versteckt, ne? Ich will doch nie mehr Wasser hier vor dir verstecken. Hier ist einfach kühler, da verdunstet es nicht so schnell. Du, das muss ja für zwei reichen. Du, dich Mistermann. Dich Mistermann. Man muss ein sehr anständiger Kerl sein, um dich am Leben zu lassen, du Ratte. Was? Das haben wir vorhin schon mehrere gesagt. Los, was sagst du? Geht auf mit die Sau. Na, Kunststück, wir haben ja auch einen echten Rennmechaniker an Bord. Ja, ich habe mir erlaubt, die warme Ente etwas zu frisieren. Ja, das ist doch richtig Pfeffer im. Weißt du, ne? Ja, Pfeffer im. Pfeffer im Tank wäre mir lieber gewesen. Guck dir das an. Wieso? Was ist denn jetzt? Ja, sind auch beide zu blöd, du. Warum meckst du an dir rum, Franz? Weil ich vergessen habe, auf die Tankanzeige zu gucken, als wir losgefahren sind. Ah, du kannst dich an alles denken. Du machst einen aber auch ganz nervös, Mensch. Also du, ich möchte einmal ein nettes Wort von dir hören. Ja. Ne? Ein bisschen mehr Vertrauen, Franz. Schau, ich kenne dir auch die Gegend hier wie meine Westentasche. Also bis San Pedro, das schaffen wir locker. Ja. Du, da muss ich ohnehin noch vorbei. San Pedro? Was willst du in San Pedro? Ich? Nichts Besonderes. Ein paar Freunde anschütteln. Freunde? Dann würde ich an deiner Stelle vorsichtig sein. Haben wir den Salat. Na, immerhin. 245 Kilometer. Ja, was, willst du laufen oder was? Ach. Oh Gott. Ich hab bloß nicht so blöd wäre. Negativ naht. Jetzt? Das ist das Glück der Tüchtigen. Hey, wo rennst du denn hin? Ah, ponese, cabrones. Ponese. Ponce a tu amigo, el chiquito, el cabrón enano. Ich verstehe euch nicht. El chiquito de la mugre, ¿dónde está? Ich verstehe euch nicht, amigos. La mierda, ¿dónde está? Was ist denn los? Hey. Oh, Franz, oh, das tut weh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Augenblick, Augenblick. Ich muss nur mal eben aufstehen. ¿Dónde está? Warst du das eben? Gib's ihm! Genau, das ist deutsche Kraft. Das ist deutsche Kraft. Power, Franz! Und... Ah! Oh, warte, Junge. ¿Dónde está? Alter Mann, ist ja kein Dezo. Hey, Junge. ¿Dónde está? Du warst da, la porquería. ¿Dónde está? Was versteht's? Warte, Sekunde. Okay, ich hab schon verstanden. Ich muss eingreifen, ich glaube. Ich muss eingreifen. Was? Que ves, por ratero, cabrón. Por sinvergüenza. Ratas, cabrón.
compadre. Abusaba. Abusado con la... Échale, échale, échale. Suerte. Die Arbeit vielleicht langsam. Entienden, solo. Aber da kannst du nicht alles dauern. Rápido. Aber... dass ich nicht eingegriffen habe, Franz. Was wäre jetzt mit dir, wenn ich nicht da wäre? Was wäre jetzt mit dir, Franz, wenn ich nicht da wäre? Hey, hey, Franz. Hey, Franz, was ist jetzt los? Schock, was? War nur prophylaktisch. So. Hey, warum bist du nicht auch weggelaufen, wie ich? War doch Banditen. Schöne Banditen. Die 240 Fernseher hier liegen lassen und ein altes Schrottauto klauen? Hans, ich lebe jetzt 6 Jahre in diesem gottverdammten Land. Ja, und ich kenne die Leute immer noch nicht. Aber die Leute kennen dich, du. Hans, schau, ich habe an uns gedacht. Benzin, 20 Liter. Wozu? Wozu? Hast du ein Auto? Kein Problem. Ich organisiere dir eins. Dorf in der Nähe. Ich gehe. Nee, nee, Hans, lass mich gehen, du. Ich kenne die Leute im Dorf, die sind mir noch einen Gefallen schuldig. Bernbach, bleib stehen, nimm den Hut ab. Wer geht? Du gehst. Weil ich dir auch geraten habe. Und rühr dich da nicht vom Fleck. Hüpf! Jetzt ist er wieder beleidigt. Kein Humor, der Mann. Das nächste Mal schlage ich zurück. Darauf kannst du einen lassen. Wer ist denn hier der Watschmann? Hä? Bernbach, hat sich's ein bisschen gemütlich gemacht, was? Ja, ich weiß, ich weiß. Die Originalverpackung, aber hätte ich vielleicht verbrennen sollen. Auf geht's. Ah, Diego! Diegito! Como está tu familia? Das siehst du, Diego ist ein alter Geschäftsfreund von mir. Was haben wir denn hier? No, das stell dich doch nicht an, ich will sie doch noch mal anschauen. Okay, okay. Hier, trinkst du. Weißt du, die beiden Herren so nett, mir ein bisschen behilflich zu sein? Diego, mach was. Aber pass auf den Scanner auf. Der kostet mehr Geld, als du in deinem ganzen Leben ergaunern kannst. Was ist denn der Wert? Mehr oder weniger als 1 Million? Ja, wenn du deinen Jahresbetrugsdurchschnitt hochrechnest bis zur Rente, dann hast du es ungefähr. Die Wette halte ich. Aber bitte. Wir sind gar nichts bin ich. Ich bin müde. Gut, so besorge ich dir ein weiches Bettchen hier. Wieder bei deinen Freunden, was? Ja, genau, bei meinen Freunden. Ne? Andere wissen nämlich meine Qualitäten zu schätzen. Sind nicht alle Menschen so engstirnig wie du. Ich meine, ich lebe sie ja nicht übel. Wir kennen uns ja noch nicht so lange. Hoffentlich bleibt das auch so. Ja. Diego,
alles geregelt, alles in Ordnung. Meine Freunde sind auch deine Freunde. Schau, Franz, du wohnst da drüben. Oh. Ja, du kannst da schlafen, wie lange du willst, kostet nichts. Ne? Und ich mache noch einen Besuch bei einem anderen alten Freund. Oh Gott, womit wirst du den wieder über die Rolle ziehen? Franz, Freundschaft ist mir heilig. Mensch, sei doch nicht mehr so gehässig zu mir. Komm, ich bin kein Engel. Aber gib mir doch mal eine Chance, hä? Engel. Este sable es de mi abuelo. Mi abuelo, un héroe de la Revolución de 1877. Y esta carta está firmada por el presidente. Ah, klasse, ja. Herzlichen Glückwunsch. Na, ich meine, den Umschlag, den brauchst du ja wohl nicht mehr. Me puedo quedar con el sobre, no? Vamos, amigo. Del presidente, 200.000 pesos. Also, das ist doch uralt, ne? Viejísimo. 50, es lo más que doy, ja? Está bien. Also, heilige Jungfrau Maria, wer sagt's denn hier? Na, Hand geben auch recht. Den Tisch will ich. Na, keine Panik, jetzt hat er Panik. Du kriegst doch deine Dollars. Dos horas, luego te lo traigo. Jetzt gib den Tisch her. Ja, sag mal, was ist denn hier los? Der gibt den Zähne, kann er doch behalten. Na, sag ihm doch, Diego, sag ihm, was soll mir jetzt den Tisch geben? Nee, mi dinero. Was? Zeig's auch noch an. Dinero, ja? Soll ich mir vielleicht die 50 Dollar aus dem Rippen schneiden, ja? Wer ist denn der Blutsauer? Blutsauer seid ihr! Si te pones así, no hay nada. Ja, okay, aber wenn ich's gesagt habe, ich sag, komm mit. Da war ich eben mit dir, das ist das Geschäft. Komm mit. Aber du bleibst hier, ja? Los, oh, bin ich zurück. Lauf mir nicht weg. Komm, Diego, komm. 41 goles a favor, 22 en contra, más 19. Superado por el Teco, el autor más que llegó a 31. Hey, Chef, ¿es un mexicanísimo jugador? Un solo puntito de Leones Negros que ha ido perdiendo esa enorme diferencia que tenía y tendría ya. ¡Aló! ¿Quién viene a jugar? Ah, son los Leones. Amigo. Amigo, ¿de dónde es? Ah, esto es alemana. La compré allá baratísima, pero baratísima. Pero discúlpeme, ya me tengo que ir porque voy a ver el fútbol. Hay una frase mexicana que la estará aprendiendo hoy. Este jugador tanto es aquella que dice echarle demasiado crema de Warte, Bernbach, du Ratte. Hola, amigos. Ah, hola. Chick, Vodka, Donald. Und El Sofre, na? Alles in Ordnung? Alles zufrieden? Esta es tuyo, den kannst du auch noch haben. Haha, die Ego, da haben wir das wieder gemacht. Ich sage ja immer, Vertrauen, reine Vertrauenszahl. Immer Bernbach, Vertrauen. Schau nur, wie er wieder läuft. Da läuft und rennt er wieder, wie um sein Leben rennt er. Bernbach! Ist das der Mist, amigos? Glaub ich. Ay, oye, yo creo que este gringo está loco. ¿No viste cómo corrió como venado? ¡Bamba! Dispuesto a entregarnos para el cobro el gran orquestador, el jefe de este equipo, Luis Placenti. ¿Quién te trato? ¡Esta fecha! ¡La cuesta y subir! ¡La lo hay fichera! ¡Ya voy a sentar en Boys! Hier ist er. Ach, Franz, ich habe doch die Fernseher nur vermietet. Die kriegst du doch morgen früh zurück. Ich werde doch das Geld mit dir. Ich habe doch das für beide getan, Franz. Dafür können wir die tollsten Herzen in San Lorenzo machen. Franz, das ist doch ganz normal. Dies ist es. Du stehst auf der Höhe der Zeit. Franz, ich hätte es ja geweckt, aber ich wollte dich nicht wecken. Ich war doch so behindert hier. Verstehst du nicht? Ich habe mir gedacht, lass ihn schlafen, den Namen an, Franz. Oh. Wenn sie dich teeren und federn, so holst jeden Fernseher zurück. Aber Franz, das kannst du mir nicht antun! Das kann ich dir antun. Los, scher dich fort! Ach, Prügel! Wäre sowieso das Recht hier für dich gewesen. Mach die Tür auf! Nein! Mach auf! Nein! Morgen früh übergebe ich dich der Polizei. Polizei, was anderes fällt wohl nicht ein, ne? Alter Spießer! Ja. Deine Nerven? Da bist du schon selber verantwortlich, ne? Reg dir's nicht auf hier. Ich ist aber lächerlich im Fernseher. Hey, Franz? Franz!
an die Wüste, wie ich da mein Wasser mit dir geteilt habe. Franz! Schlaf gut! Ja, du wirst doch nicht wegen dieser paar verliehenen Fernseher. Franz, die sind doch nur schwarz-weiß, die sind doch ganz klein. Rodriguez, er ist noch nicht unten, da weckt er einen schon. Signora Vega! Bist du wo? Der macht aquí! Su bei timbre, timbre! Me lo compró ayer. ¿Dónde está ahora? Allá en el garage. Oh, die Sau, ich mach gracias, gracias. Rodriguez, bist du das, guter Freund? Na los, mach auf! Den Umschlag! Ja, aber mach erst mal auf, lass mich raus, ja? Dann mach den Umschlag und ich zünd die Garage an! Ich hab keine Angst vorm Sterben! Hey! Rodriguez, was machst du da? Benzin! Ich hab den Umschlag ja gar nicht bei mir. Ich hole ihn dir, aber lass mich erst mal raus. Mach auf! Alter, okay. Aber Fürstchen, du, wenn du mich reinlegst, dann sag dir das doch, du! Ich kenn das, kann ich dir sagen. Also, danke dir, Rodriguez. Das war aber eine Freundschaft, hätte ich dir nie vergessen. Ich wusste. Wo ist er? Der Brief. Der Umschlag. Da. Da drin. Was ist da drin? Ja, Köpfchen, Mann. Ich habe einen Brief und Kuvert gesteckt, habe mich selber adressiert. Na, ich werde doch nicht mit unserem Vermögen hier in der ganzen Gegend rumlaufen. Am Schluss wird man nur überfallen. Hol ihn! Ja, wie denn? Ja, da müssen wir warten, bis die Post kommt. Oder hast du einen Schlüssel, ne? Ja, lass dir was einfallen! Gut, okay. Wie du meinst, ne? Na, was willst du machen? Blöder Hund. Officina, Hacienda, Steueramt. Komisch für das. Steuererklärung. Rodriguez! Hast du Bernbach gesehen? Dieses Schwein hat mich wieder reingelegt. Meine Schlüssel sind weg. Moment. Da. Such mal, ob die Kiste fährt. Dieses Schwein! Ich den aber in die Hände kriege! Dieses Schwein! Ratte! Nach zwei Stunden waren wir da draußen. Ein Anruf genügt. Rodriguez kennt man überall. Ich, ein illegaler Einwanderer, ist doch lächerlich. Ich hab dir ein paar Geschichten erzählt. Ist doch kein Wunder, dass ihr euch schleunigst wieder loswerden wollten. Sag mal, wie hat denn Claudia das Gefängnis überstanden? Gefängnis überstanden? Die zwei Stunden auf dem Revier. Also, du bist ja mächtig verknallt, ne? Ist doch kein Unsinn. Aber Frauen sind doch anders, die sind doch empfindlicher. Man ist das ja nicht gewohnt, da so im Knast und so, ne? Da macht man sich ja seine Gedanken. Ja, ich merke, dass du dir Gedanken machst. Frag sie nur welche. Na, du bist ja ganz schön in der Patsche. Das gibt's doch gar nicht. Unser Franz ist verknallt. Halt doch die Klappe. Naja, ich war auch mal in eine verheiratete Frau verknallt. Aber das war viel schlimmer. Die lebt in einem Harem. Mit allen drum und dran, mit Eunuchen und so. Ja, aber ich hatte keine Angst. Das Problem war nur, ich war mit dem Scheich befreundet. Also, pass auf, Paulchen. Es handelt sich um einen RTX 2001 Megascanner, neuestes Modell. Bist du was gekauft? Na, weiß ich doch nicht. Bin ich der Killer oder du? Was wird er können? Mit einer Million wird er schon was können. Der scannt wie nix.
Ach, glaube doch, das ist die Gelegenheit. 300.000, sowas findest du nie wieder. Ich schätze, das Ding kannst du jedem Tierarzt verkaufen. Da kann er seinen Dackel von unten bis oben durchschneiden. Ja, zack, 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 zack. Von unten bis oben, von oben bis unten. Ja, dann hat er schon wieder drin. Warte ein Pauschen, Moment. Du fährst um die Ehe das Auto zurück. Ja, warum soll ich denn diese Schrottkarre zurückfahren? Ich will meine Briefmarke. Das ist nicht deine Briefmarke. Aber ich hab's entdeckt. Hör auf zu labern, fahr in die Ehe das Auto zurück. Wir sprechen uns noch. Hörst du? Vergiss das mit dem Scanner. Kannst du alles vergessen. Also, ich habe ihn jetzt gerade verkauft. Und zwar für 400.000. Ja, da. Jetzt hätte ich ein bisschen beeilen müssen. Bei mir muss alles fix gehen, weißt du? Naja. Was? Und jetzt mal. Naja. Ich verdrehe mal ein bisschen die Beine. Den Scanner haben sie uns ja tadellos abgenommen, aber mit der Ladung hier, da sehe ich schwarz. Da bin ich eine ganz andere Ladung losgeworden. Einmal, da bin ich mit einer Ladung Fleisch durch einen riesigen Waldbrand gefahren. Stell dir vor, als ich ankam, hatte ich lauter gebratene Koteletts. Ich hab denen nur gesagt... Herr Huckenbeck. Mersdonk, mein Name. Ach, Herr Mersdonk, wir haben Sie eigentlich früher erwartet. Und Schwierigkeiten gehabt, ne? Nö, Schwierigkeiten? Nö. Und? Wo bleiben die Fernseher? Ja, Herr Huckenbeck, hier sind sie. Bitteschön. Halten Sie mal. Bitte. Zwei, drei sind Bruch, aber das regeln wir dann über die Versicherung. Zwei, drei? Ich sehe nur Bruch. Ja, nur übertreiben Sie mal nicht oben die Lage. Keine Diskussion, die nehme ich nicht an. Die können Sie gleich wieder mitnehmen. Wo haben Sie denn eigentlich Ihren Beruf gelernt, Herr Mersdonk? Was machen wir mit den Dingern da? Ganz schöne Fragen stellen. Ich würde sagen, wir annoncieren in der Zeitung. 200 nagelneue Fernseher, an Meistbietenden zu versteigern. Und die Sache hat sich. Ich sag mal, ist das Bernbach? Tja, tatsächlich. Dieser Verbrecher, du. Der hat die Briefmarke an die mexikanische Regierung verkauft. Für 15.000 Dollar. Nein. Das würde ja heißen, der Bernbach hat einen Haufen Kohle. Lass uns mal überlegen, wie wir da rankommen. Oh, da fällt mir was ein. Habe ich dir die Geschichte erzählt, wie ich damals in Haiti... Nicht, lass uns doch erst mal nachdenken jetzt. Pass mal auf, in Nuevo Laredo, da gibt's doch ein Theater. Das ist schön, da wissen die Leute ja, wo sie abends hingehen können. Na, ich kenne da einen deutschen Schauspieler, der ist hier engagiert. Was hat denn das mit unserem Problem zu tun? Na, warte mal auf, du wirst schon sehen. Rademann ist mein Name. Ich vertrete eine große Schweizer Hotelkette. Ach ja? Ah, mein treuer Freund Fernandes in Puebla telegrafierte mir, sie hätten eventuell einige Fernsehgeräte zu verkaufen. Ich befinde mich in einer absoluten Notlage. Dieses Wochenende eröffnen wir ein neues Luxushotel hier in der Gegend. Ach ja? Und der Lieferant hat uns einfach hängen lassen mit den Fernsehgeräten. Haben Sie schon mal sowas gesehen? Was soll ich da jetzt machen? Können Sie da vielleicht helfen? Ja, das ist nicht einfach und wird nicht billig. Ah, Herr Bernbach, Geld. Ist das nötige Geld vorhanden, ist das Ende meistens gut. Und die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und wann sieht die im Licht und die im Dunkeln sieht man nicht. Herr Bernbach, ich sehe, wir verstehen uns. Ja, unbedingt. 25.000 Dollar, ja? Ernst ist der Anblick der Notwendigkeit. Okay, Sie helfen mir ungemein. Was? Da steckst du ja. Also ich hab dich schon überall gesucht. Sag nichts. Ich weiß, was du denkst. Wirklich, du. Ich hab ein schlechtes Gewissen. Du. Ich hab die halbe Nacht fast nicht geschlafen. Soll ich dir mal sagen? Ich hab das überlegt. Ich bin entschlossen. Ich kauf sie alle. Wen? Was? Na, die Fernseher! 12.000 Dollar. Na, irgendwie werde ich schon loswerden mit meinen Connections, ja. Und wenn ich drauf zahlen muss. Franz, das bin ich dir einfach schuldig. 15.000. 15? Ja. Gut, ja, brauchst du nicht. Du, Franz, ich meine, jetzt lernst du mich mal von meiner guten Seite kennen, weißt du? Ich mach's. Tja, ich mach's. Und soll ich dir sagen, warum? Weil mir unsere Freundschaft mehr wert ist als diese lächerlichen 15.000 Dollar. Da staunst du, was? Ja, staunlich. Na und? War es nicht schön mit uns? Sag selber, wir hatten doch eine gute Zeit. Ja, wir hatten eine gute Zeit. Franz, melde dich mal wieder.
Weißt du, ich muss doch weg, jemand treffen. Und die Fernseher, die hole ich später ab. Herr Bernbach, spät komm ich doch, ich komm. Der weite Weg entschuldigt wohl mein Säumen. Herr Wartemann, was machen Sie denn hier? Ich dachte, wir waren im Hotel verabredet. Haben Sie das Geld dabei? Nach Golde drängt. Am Golde hängt doch alles. Wie kann in diesem Augenblick, in diesem Herren... Bravo! Vorhang, Karl-Heinz! Du warst großartig, das Stück ist aus. Oh, nein, nein, das war gar nichts. Ich war schon viel besser. Nein, nein, du warst spitze. Wirklich, spitze warst du. Was sagst du, Bernbach? Wer war besser? Hm? Was war besser? Tja, Bernbach, das war's. Schweine. Das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie ewig Böses muss gebären. Ja, aus so einem Affentheater kannst auch nur du reinfallen. Da willst du immer so clever sein, so oberschlau. Und was bist du in Wirklichkeit? So ein Kleines, du weißt schon. So ein Kleines! Aber Franz, was soll ich denn jetzt mit den ganzen Kisten? Das kannst du doch nicht machen mit dir. Franz, ich hab... Franz, ich hab ein... Was mit dir in die Wüste geteilt? Gut, alter Franz.